die Initiative Heimische Landwirtschaft präsentiert. Mission Bauernhof bei Landwirtschaftswelle Thüringen. Meine Aufgabe ist Kartoffelschälen, wie ich sehe. Jetzt liegen dort zwei Geräte, einmal Messer, einmal der Schäler. Ich fürchte ja fast, ich darf nicht den Schäler nehmen. Selbstverständlich nicht. Schade. Das wäre ein bisschen einfach. Wir wollen es in der klassischen Variante machen, die normalen Schnitzmesser. Mit dem Sparschäler wäre es doch ein bisschen einfach. So, der Christian hat Platz genommen, weil er braucht jetzt seine Hände auch frei. Ich hoffe, du schneidest dir nicht die Finger ab. Sei bitte vorsichtig, ja? Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Ich durfte ja hier noch nicht mal was in die Hand nehmen. Also das ist ja echt strenges Regelwerk hier. Ja, sehr streng. Wir passen da auch sehr genau auf. 5 Minuten hast du jetzt Zeit. Ja. Ich würde mal sagen, an die Kartoffel fertig und losschneiden. Na dann. Und ich drücke auf die Startuhr. So, 5 Minuten hast du jetzt Zeit. Und du hast dir schon mal gleich das größte Messer rausgesucht. Warum gleich das größte Messer? Willst du? Ich hoffe, es geht dann ein bisschen schneller. Ich fürchte, ich werde schon bestraft. Das ist nicht immer 30 Sekunden um. Es rutscht so langsam durch. Also der Herr Ambeck hatte ja gesagt, die Schale im Ganzen abschneiden. Da musst du nicht immer wieder ansetzen. Aber das funktioniert jetzt nicht gerade so richtig. Der Ambeck hatte aber auch gesagt, ich soll beim Schneiden nahezu die Kartoffel schon drehen. Als Mann 2 Sachen gleichzeitig machen, das funktioniert schon nicht. Also du hast jetzt hier eine rote Kartoffel in der Hand, wie du schon feststellen konntest, vielleicht, ja. Vielleicht auch nicht. Ja, ist tatsächlich eine rote. Da wollen wir mal ehrlich sein, da wurde mir im Vorfeld ein Tipp gegeben, ich hätte auch eine gelbe nehmen können, aber da hieß es, die roten sind ein bisschen größer und handlicher, deswegen habe ich mich für die entschieden. Zehn, neun, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Schluss. Ja, naja, ich habe ja gesagt, also wer auf Diät ist, der könnte satt werden. Wir werden jetzt wiegen, was unser Moderator Christian Buri geschafft hat, wie viel Kartoffeln er geschält hat, wie viel Kilo es am Ende sind. Wir könnten mal kurz hier reingucken. Ich glaube gar nicht, dass es überhaupt ein Kilo geworden ist. Hermberg, was schätzen Sie? Ich sag 800 Gramm. Du kannst auch noch mal einen Tipp abgeben, aber es ist egal. Ich bin ganz guter Hoffnung, weil auf der Waage steht irgendwo Minimum 200 Gramm. Und da bin ich sehr optimistisch, dass ich wenigstens das geschafft habe. Jetzt kommt's. Oh. Ja, 820 Gramm, das reicht für eine Person? Nee. Für uns Kräftige vielleicht, aber nein, ich denke, 2-3 Leute sollten da schon locker davon satt werden. Mission Bauernhof bei Landeswelle Thüringen. Präsentiert von der Initiative Heimische Landwirtschaft. Bestes von hier.